walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Thank you.
herzlich willkommen zur 8. Thunfischausfahrt. Jedes Jahr frage ich mich, soll ich mir das nochmal outdoen? Und es ist heuer auch wieder eine Challenge dabei, komme ich gleich dazu. Aber wenn ich in eure Gesichter schaue, dann weiß ich, dass das eine gute Idee ist, dass wir das trotzdem tun. Dann kommen wir gleich zu den Wichtigsten. Ich möchte den Zonko herzlich begrüßen. Wo ist er? Dann möchte ich kurz das Team vorstellen. Der Büschel wird unser Vorfahrer sein. Nicht 100%, weil heute haben wir ein bisschen eine Super-Challenge. Und dann die ganzen Tourguides mit den gelben Jackern. Werden sie dann sehen, die Strecke absichern und markieren. Heute Sonderfall, der Söldpass ist gesperrt. Unsere Idee war gestern, ich bin auch schauen gegangen, es eigentlich ist komplett leicht befahrbar, kein Problem. Aber es muss irgendein Bautrupp arbeiten und ein Geologe muss das freigeben. Also ein Jammern, man sagt, wir fahren trotzdem, weil es uns wurscht ist, aber die Städtepolizei und die schicken uns zurück und dann ist der ganze Tag, ich kann nicht tun. Also wir müssen eine Alternativroute machen, haben wir gestern angeschaut. Wir werden zweimal Oberdauern passieren. Das ist eh nicht so schlecht, das ist eine schöne Strecke. Wir fahren jetzt in der Früh rauf nach Oberdauern, bleiben dort kurz stehen. Könnt ein paar Bilder machen, aber nicht so eine lange Pause wie normal. Von Oberdauern fahren wir dann wirklich in einer Gruppe. Da werden wir langsam fahren, nicht wundern, weil wir die Strecke nicht abgefahren sind und nicht genau wissen. Ich habe es zwar gestern besichtigt, aber damit wir wirklich in einer Gruppe bleiben, schauen wir, dass wir da wirklich zusammen sind und auch langsam. Da fahren wir durch Tarnsweg durch auf der Hauptstraße. Dann bleiben wir noch einmal ganz kurz stehen, da das bitte nicht großartig die Zigarettenpackung rausholen, weil da bleiben wir nur deswegen stehen, damit die Tourguides wieder nach vorne kommen. Und dann fahren wir auf die Originalroute und dann rennt alles so, wie es eigentlich geplant ist. Das müssen wir leider machen wegen den Gegebenheiten und dafür entschädigt uns das Wetter. Normal fahren wir im Regen, also ist es besser, dass wir keine Alternativroute fahren. Zur Mittagspause hat jeder ein Essensmarkerl bekommen und einen Getränkebon. Schaut, dass ihr das mit habt. Ganz wichtig, weil ohne diese Markerl hat dann die Feuerwehr ein Problem, dass es die Sachen gibt. Dann haben wir auch in der Mittagspause den Tankstopp. Es empfiehlt sich, haben wir in der Ausschreibung geschrieben, dass ihr so 20 Euro im Bar habt. Damit tun sie die leichter, weil wenn jeder mit der Karten herumtut, dann weiß ein Code nicht, dann geht das Kassel nicht. Also ist gescheiter, aber mit dem Bargeld, dann sind die bei der Abfertigung schneller fertig. Nach der Mittagspause fahren wir über die Nockalmstraße. Da haben wir gemanagt, dass man bei der Mautstelle nicht stehen bleiben muss. Da werden wir vorher fahren. Da sind wir noch alle in einer Gruppe, da werden wir ein bisschen filmen, da lustig winken, dann könnt ihr euch am Video nachher wiedererkennen. Und dann fahren wir über die Nockalmstraße. In der Gruppe bitte ganz wichtig, tatsächlich nicht gegenseitig überholen. Das hilft uns nicht weiter. Im Prinzip, wir haben schon mal einen Unfall gehabt, weil einer überholt hat und dann hat er versucht zum Aufschließen. Ihr braucht nicht nervös sein, wenn die Gruppe vor euch abgerissen ist, dann fahrt es einfach weiter. Wir fahren immer auf der Hauptstraße weiter, bis irgendeine Abzweigung kommt. Sollte eine Abzweigung kommen, die für uns relevant ist, dann steht ein gelbes Maxer und zeigt euch, wo es weitergeht. Also nicht nervös werden, wenn irgendwie der Vordere den letzten überholt hat und dann kommt der Traktor und den kann man nicht wollen, das ist mal dann allein, dann bist du halt der Gruppenleiter und fahrst einfach immer an der Hauptstraße weiter, bis eine Abzeichnung kommt. Und irgendwann bleiben wir dann stehen, alle Stunde in etwa, haben wir Pause, dann findet sich die Gruppe wieder zusammen. Am Ende der Veranstaltung ladet uns der Christian Steiner, der Hotelwirt vom Bichlmeergut, auf einen Umtrunk ein. War super, wenn da noch alle dabei sind. Und natürlich, es gibt dann auch eine Urkunde für jeden Fahrer, da werden wir auch dann die Urkundenverteilung machen. Ja, genau. In der Gruppe gibt es ein Geburtstagskind. Wer ist das? Vortreten. Zudem sind wir heute besonders nett. Also der wird auf gar keinen Fall überholt und der darf sich erwischt zum Händler an oder zunehmen. Okay, sonst haben wir alles. Nein, das Wichtigste habe ich vergessen. Der Start. Wir starten in der Garage. Und in der Garage wird der Motor nicht gestartet. Wir haben das in den vergangenen Jahren schon gehabt, da haben sie alle nervös, jeder will warm rennen lassen, aber dann wirst du hin, wenn du da drinnen stehst, 2 Minuten, da haben die halbe Kohlenmonoxidvergiftung und fällt um. Das heißt, es wird um 10 Uhr gestartet, ich komme da hinein, ich gebe das Kommando, jetzt wird gestartet und nicht vorher. Ihr könnt die Zündung einschalten, wenn ihr ganz nervös seid und die Wandbahn leichten lassen, aber gestartet wird nicht.
Und um 10 fahren wir aus der Garage weg. Wir fahren am Anfang durchs Einstall. Ah nein, machen wir nicht. Fahren wir dann nach Oberdorn. In Oberdorn machen wir dann den ersten Punkt. Auf Haus. Ich bin zurück, was jetzt eigentlich die gewesen. Wir fahren dann natürlich auch Nockerlenstraße, so passt es dann auf. Heute ist aber jetzt nicht nass, Gott sei Dank. Wir fahren natürlich hochalpine Pässe, Kuhscheiße, Weidegitter. Bitte passt auf, also da jetzt nicht das Superrennen machen. Ansonsten hoffe ich, dass die ganze Gruppe gesund und munter wieder zurückkommt und dass wir gemeinsam unseren Umtrunk und die Urkundenverteilung genießen können. Ja, wir haben da den Fotografen noch. Der wird teilweise Bilder machen an den Haltepunkten und der fährt auch in der Gruppe. Der wird jetzt ganz am Anfang gleich vorne mitfahren, mit einem Stange hinten raus wahrscheinlich, ne? Mit einem Helm, gut. Der fährt absichtlich langsam, den dürft ihr überholen, weil da hat auch jeder dann ein bisschen ein aktives beim Fahren, wie er halt dann auf der Maschine sitzt und in der Gruppe fährt. Also, er hat die Tonus 60, das ist also normal nicht erlaubt mit so einem Motorrad zu fahren, bei den großen. Also, er könnte sich auch gar nicht wehren. Und ihr wird es nicht wehren. Also, dann hoffe ich auf einen schönen, lustigen Tag und dass nichts passiert, gell?
Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con